Deutschland ist Weltmeister Nummer 1 in Penisvergrößerung. Quatsch. Thema Sexualität, Körperlichkeit, ja. Genitalien, Vulva-Watching. Alles darf, nichts muss. Beste Freundin. Ivasamina.com. Jurtegespräche. Begegnungen unterm Filzdach. Wir räuchern heute, oder was meinst du? Nee, ja, ne? Trinken das. Was trinken. Ja, ich sammle das halt immer, wenn ich irgendwo auf dem Land bin. So in Italien, in den Bergen, ja, oder in Polen auf dem Land oder sowas. Das ist interessant. Eine tolle, ja, tolle, tolle Heilpflanze. Ja, eben für so vieles, ne? Ja. Ich glaube, die heißt ja Beifuß. Beifuß, einjähriger. Beifuß. Und ich glaube, das heißt deshalb Beifuß, weil Napoleons Soldaten haben sich die Pflanze immer über den Fuß gebunden, so, dass wenn sie eben in den Krieg gegangen sind oder sich verletzt haben auf der Reise, dass sie sofort diese Kraftpflanze hatten und sich damit selber versorgen konnten, verarzten konnten. Ach so. Daher kommt dieser Name Beifuß. Ja, schön. Du kennst dich voll aus. Naja. Und was du nicht wusstest, wir haben schon angefangen. Der fängt immer spontan an. Ja, ich hab's gerade angemacht. Der Matthias kocht da hinter mir noch Tee. Genau. Den Beifuß-Tee. Da kann ich mal Schleichwerbung machen für meinen Freund, der das verarbeitet und anbaut. Ja, und wir haben Besuch. Ivasamina ist da. Das freut uns sehr. Ich freue mich auch. So eine tolle Location. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Hast es gefunden, ne? Raus aus Berlin in die Potsdamer Steppe. Ja, aber wirklich, so ein Abenteuer herzukommen, wundervoll. Ja, was machen wir heute? It's up to you. Ich weiß ja nicht, was ihr für Fragen habt. Ich bin ja wieder total unvorbereitet. Wir sind nämlich immer eigentlich unvorbereitet. Ah, und kennen unsere Gäste meistens gar nicht. Sehr sympathisch, wundervoll. Okay, genau. Dann bin ich natürlich ganz neugierig, warum ihr mich eingeladen habt. Also ein bisschen Vorbereitung muss es ja schon gegeben haben. Andreas hat, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, dich organisiert. Ja, weil du bist ja irgendwie mit Mara auch befreundet, ne? Naja, befreundet ist, wir oder haben damals, kennt euch, genau. Und sie hat da auch von dir erzählt. Und irgendwie genau, hatte sie, ich weiß gar nicht mehr genau. Wir hatten nämlich eigentlich ursprünglich mal vor, Mara und Vivian nochmal einzuladen. Die wollten nämlich von ihrer Studie berichten. Stimmt, die hatte seinerzeit so ein Crowdfunding-Projekt, ne? Genau. Das war gerade gestartet, als wir bei uns im Podcast waren. Ja, ich erinnere mich so dunkel. Ja. Mhm. Die beiden machen ja, sagen wir mal, etwas Ähnliches wie du. Genau. Thema Sexualität, Körperlichkeit, genau. Genitalien und so weiter. Und jetzt sind wir im Vorteil, weil wir sind jetzt zwei Männer und du bist alleine. Und beim letzten Mal waren wir die beiden. Aus, nicht immer wir wieder alleine. Genau, da fühlten wir uns fast alleine. Ne? Nee, war spannend. Ist das heimelig mit Kerzen und Feuer? Ja. Es ist so schön. Ja. Ich bin wirklich, fühle mich total wie zu Hause. Schön. Hast ja auch gerade schon vor dem Ofen hier dich hingeflezt und mit der Podcat gekuschelt. Mit der Podcat gekuschelt, ja. Und ich bin tatsächlich, ich bin ja auch in ganz ähnlichen Umständen groß geworden. Also mit Feuer und mit Kerzenlicht. Ja, wir waren früher in Italien, in damals besetzten Bauernhäusern. Wir waren wirklich mausearm, ganz, ganz arm. Und wir hatten keinen Strom und kein fließend Wasser und kein Telefon und so weiter. Und wir sind dann manchmal in die Kirche gegangen, um nach Kerzen zu betteln, damit wir es abends so ein bisschen hell hatten, damit wir Licht hatten. Und weil Holz mussten wir immer im Wald suchen gehen, damit wir es abends ein bisschen warm haben. Und jetzt kommt gerade so dieses Gefühl wieder hoch mit Feuer und Kerzenschein. Als du groß geworden bist als Kind oder was mit als deinen Eltern? Oder? Als Jugendliche, ja genau. Meine ganzen Teens habe ich dort verbracht. Aber bist du in Italien dann geboren? Oder? Nee, also wirklich so meine Teenager-Jahre, also von 11 bis 19 war ich in Italien. Ah ja. Und davor Deutschland und danach wieder Deutschland und Berlin. Und welche Gegend in Italien hast du? Bei Perugia in der Nähe, auf dem Land. Das ist genau zwischen Rom und Florenz. Ah, okay. Mittelitalien. Ja, mittendrin, ja. Ja, cool. Ja, ja, ganz toll. Mhm. Pass auf, dass sie gleich die Kerzen nicht mitnimmt, wenn sie geht. Nee, wenn würde ich eher hier einziehen oder so. Ja, temporär geht das ja. Also, ja. Wir hatten neulich auch wieder Übernachtungsgäste. Ja? Ja, von Freitag auf Samstag hat sich hier auch ein Pärchen gut gehen lassen. Ach echt? Ja. Das ist ja toll, gut zu wissen. Ja. Ah, kann gut sein, dass ich irgendwann mal aufkreuze. Das wäre gut, wenn du irgendwelche Sessions mal planst oder so. Oh. Vielleicht machst du mal eine Potsdam-Session. Oh, ich habe tatsächlich schon mal einen Workshop in der Jurte gegeben. Das war total schön. Ach so, ja. Ja,
Und das ist total toll. Ich ziehe das echt mal in Betracht. Ja. Hier mit ein paar Frauen rein und irgendwas Schönes machen. Oh, wow, mega. Das ist jetzt die Gelegenheit, dass du mal erzählst, was du überhaupt machst, ne? Damit die Hörerinnen und Hörer auch reinkommen. Ja, das kann ich gerne erzählen. Also ich habe ja zwei Standbeine und die überlappen ganz wundervoll. Das eine Standbein ist Schwangerschaft und Geburt. Ich wollte ursprünglich immer Hebamme werden. So, das war so mein großer, großer Wunsch, meine große Leidenschaft. Und ich bin Geburtsvorbereiterin, ich gebe Hypnobirthing-Kurse, ich bin auch Doula, mache auch Coaching rund um Schwangerschaft und Geburt. Darf ich kurz dazwischenfragen, was ist Doula? Ah, gute Frage. Ja. das ist eine Geburtsbegleiterin, das ist keine Hebamme. Ah, okay. Die Hebamme darf Untersuchungen vornehmen, darf das Kind entgegennehmen und so. Die Doula ist so ein bisschen beste Freundin. Die supportet, die hält, die rüttelt, schüttelt, streichelt, ist für die Gebärende da, weil die Hebamme ja oft nicht so viel Zeit hat, weil sie viel protokollieren muss und vielleicht nochmal wegfahren muss zu anderen Schwangeren und so weiter. Genau, und dann ist halt die Doula da, die sie begleitet. Das ist das eine. Und das andere ist dann das Thema Körperlichkeit, Sexualität. Also so ähnlich wie Mara das dann eben auch macht. Ich habe so Selbsterfahrungsräume, die ich zur Verfügung stelle, in Form von Einzelsessions oder Einzelcoaching, Paarsession, Paarcoaching und Workshops, die ich gebe. Und einmal, ich habe so eine Reihe nur für Frauen. Ich gebe Tantra-Massage-Ausbildung, ich gebe Sexological Bodywork-Sessions. Ich arbeite sehr, sehr kundenorientiert. Das heißt, ich schaue wirklich, wer kommt zu mir, was bringt die Person mit und was will in diesem Augenblick geschehen. Und dann ist auch immer so ein bisschen Detektivarbeit gefragt. Und dann schauen wir ganz individuell, was will geschehen und wie kann ich diese Person eben bestmöglich unterstützen in ihrem Weg. Und ich arbeite auch gern mit dem Thema Tantra. Das ist so mein Herzensweg. Ich bezeichne mich selber als Tantrikerin. Und ich liebe es aber auch, mit Kink und BDSM zu spielen. Genau, diese Elemente hole ich gerne mit rein. Also es ist wirklich sehr ein offener, großer Raum. So, alles darf, nichts muss. Das ist doch gut. Wie eine Jutte. Wie eine Jutte. Aufpassen, dass es nicht gleich fesselt hier an den ganzen Seilen, die von der Decke hängen. Oh, das wäre lustig. Der Matthias hing ja hier schon mal, ne, am Seil. Ach, wirklich? Ja, aber für ein Foto nur. Das ist eigentlich das eine Seil, das Hanfseil ist hier eigentlich für einen Adventskranz schon vorbereitet. Und das hat mir auch mal zweckentfremdet, um mich strauliert darzustellen, sozusagen. Für ein Foto jetzt, da war eine Kommissarin hier. Eine Fernsehkommissarin. Oh, ja. Oh, okay. Okay, die kleine Jürte. Viele Abenteuer, ha? Ja, ja, genau. Ist der Tee schon fertig? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ja, ich denke schon, ne? Dann probieren wir den Tee und danach habe ich einen Rotwein mitgebracht. Also wir sind ja immer unvorbereitet, haben immer einen Gast und reden eine Stunde bei einem griechischen Wein. Das ist unser Konzept. Und diesmal trinken wir Wein und Tee. Ja, das ist toll. Das ist übrigens der Tee, der hier eingegossen wird. Der halbe Liter. Für die Hörerinnen und Hörer. Dankeschön. Das ist toll. Hier ist noch Honig, wer möchte, weil das ist doch echt wie Medizin, das ist sehr bitter. Ja, wenn er sehr bitter ist, würde ich tatsächlich ein bisschen bitter. Honig da reinnehmen. Ach, schön. So, ich gebe dir den Löffel gleich weiter, ich lasse ein bisschen Honig da reintropfen. Ja. Ah, ich mag den Namen auch total gerne, Nomadenland. Ja, wunderschön. Ich finde Nomade auch so anziehend, ja. Das hört man auch immer öfters, irgendwelche Leute, die sich irgendwas mit Nomade bezeichnen, ja. Ja. Es gab ja auch einen Oscar-Film, ne? Nomadsland. Ja. Ah, wirklich? Ja, ja. Hatte ich gar nicht mitbekommen. Ja. Die haben doch das bei dir abgeschrieben, oder? Ich glaube, ja. Du hast einfach übersetzt ins Englische, ne? Nomadenland. Du auch, Honig? Und warum bist du nur aus Italien dann abgehauen irgendwann? Hast keine Lust mehr gehabt? Naja, keine Lust mehr. Ich bin ja sehr früh Mutter von Kindern geworden. Das heißt, mit 19 hatte ich mein zweites Kind. Ja, und das in Italien. Und wenn man in Italien nicht eine Großfamilie hat, die einen unterstützt und am besten noch einen Ehemann, hat man verkackt. Also das heißt, meine Zukunft wäre gewesen, Putzfrau für 10 Mark die Stunde.
Und da war klar, das so wird meine Zukunft nicht sein. Mhm. Und dann sind damals ganz viele Freunde von Italien und von München aus nach Berlin gegangen. Auch der Vater meiner Kinder oder beide Väter meiner Kinder. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit und bin blind nach Berlin gezogen. Und das war das Beste, was ich habe machen können. Ja. Okay. Ich bin andersrum. Nee. Weißt du, in Italien, wir waren immer die anders aussahen. Wir waren die Komischen. Wir waren die aufgefallen sind. Ich bin nach Berlin gekommen und ich bin gar nicht mehr aufgefallen. Kein Mensch hat sich nach mir umgedreht. Ich war ganz normal. Und es war so eine Genugtuung, einfach mal ganz normal zu sein und eben nicht mehr aufzufallen. Ja, es war toll. Und dann hatte ich halt hier auch ein soziales Netzwerk und ich konnte meine Schulabschlüsse nachholen und meine Fortbildung machen und so weiter. Es war super. Das wäre in Italien überhaupt nicht möglich gewesen. Also nicht so, wie ich damals gelebt habe. Ja. Ja. Du hast da, sehe ich jetzt gerade, als du deinen Tee trinkst, du hast da ein interessantes Tattoo auf beiden Unterarmen. Ja. Hat das eine Bedeutung? Sieht so aus, als hätte es eine, deshalb. Nee, es hat nicht wirklich eine Bedeutung. Für mich ist es so ein bisschen wie meine Flügel, die mich zentrieren, die mich in meine Mitte bringen. Aber es hat. Ich dachte, das sind vielleicht Sonnenstrahlen. Nee. Ja, die Norden hat die auch. Ah, okay. Ja, schaut ein bisschen so aus, ne? Nee, aber Flügel sind auch schön. Ja. Ja. Ich meine, diesen Slackline-Sport, da hat man auch die Arme da oben, das ist manchmal auch so wie Schweben halt, ne? Über dieses Seil balancieren und so, und dann muss man sich auch zentrieren, seine Mitte finden, ansonsten hast du keine Balance auf diesem wackeligen Untergrund. Ja. Der Matthias verkleidet sich gerne mal. Auch in der letzten Folge, als wir den Christian Döhler zu Gast hatten, der aus Papua-Neuguinea berichtet hat, da hat er sich auch ganz toll verkleidet. Musst du dir angucken, falls du es noch nicht gesehen hast. Ja, das ist schöne Mitbringsel, ja. Macht ja auch Spaß. Ja, und dann bist du also mit 19 in Berlin angekommen und hast gedacht, jetzt mache ich Tantra, oder? Nee. Dann ist erst mal meine dritte Tochter gekommen und dann war ich erst mal vor allem Mutter und Hausfrau und musste warten, bis die Kinder so aus dem Gröbsten raus sind. Und dann habe ich meine Schulabschlüsse nachgeholt. Ja, weil ohne Schulabschluss ist ja kaum etwas möglich. Und dann habe ich angefangen, meine Fortbildung. Ich habe mich ja immer auf der Hebammenschule beworben. Jahr für Jahr. Bis ich irgendwann mal nach einem Feedbackgespräch gefragt habe. Und dann haben sie gesagt, wissen Sie was, Sie sind uns zu selbstbewusst. Sie brauchen sich bei uns nicht mehr bewerben. Ja, das haben die tatsächlich gesagt. Und dann stand ich, das hat richtig wehgetan, weil ich echt Hebamme werden wollte. Und dann stand ich da und dachte mir, okay, jetzt muss ich halt einen anderen Weg finden und habe dann, Sachen für die Schwangeren ausgearbeitet, habe eben angefangen, Hypnobirthing anzubieten. Und dann habe ich gemerkt, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und eine Hypnotherapie-Ausbildung und so weiter. Das heißt, ich habe viel mit den Menschen gesprochen. Das war sehr kognitiv alles. Es war auch schön, aber ich habe gemerkt, ich möchte Menschen auch noch gerne noch anders berühren, auch körperlich berühren. Es hat mir so gefehlt und plötzlich hat sich diese tantrische Tür geöffnet und dann habe ich reingeschnuppert und das war wirklich wie so ein neues Universum, was sich mir eröffnet hat. Und so kam eins zum anderen. Dann habe ich erst eine Tantra-Massage-Ausbildung gemacht. Dann habe ich angefangen, eine Sexological Bodywork-Ausbildung zu machen. Dann habe ich eine Frauenheilmassage-Ausbildung gemacht und bin immer mehr auch in dieses Körperliche reingegangen, habe mich viel mit Trauma beschäftigt, mit dem Nervensystem, mit der Gebärmutter und so weiter. Und das ist wirklich wie so ein Fass ohne Boden. Also wenn man da so einmal reingeht, ist immer so ein, oh, das ist auch toll. Und oh, meine Güte, da muss ich aber auch noch mal reinschnuppern. Und ich habe irgendwann kam ich mir schon vor wie so ein Workshop-Junkie, bis ich mal sagen muss, okay, warte mal, zurück. Und jetzt mal eine Weile nichts machen, verdauen und einfach mal mit dem sein, was da ist. Und dann hat sich, das entfaltet, was ich jetzt gerade anbiete. So, und also dieser Raum, wo ich Menschen Selbsterfahrung ermögliche. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn du sagst, du hast das ganze Spektrum sozusagen dir angeworkshoppt, was ist denn dein Lieblingsthema? Ist da was geblieben, wo du sagst, das ist genau mein Ding? Ja, also mein Ding ist es wirklich, Frauen
in ihre Kraft mit rein zu begleiten, in ihren Körper mit rein zu begleiten. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben 800 Jahre lang Hexenverfolgung gehabt hier in Europa. 800 Jahre. Und das geht nicht spurlos an uns vorüber. Ne? Und Frauen haben einfach gelernt, sich komplett von ihrem Körper abzuschneiden, sich komplett von ihrer Weiblichkeit, sich von ihrer Sexualität abzuschneiden, weil in der Vergangenheit hat es bedeutet, man wird gefoltert, man wird ausgestoßen, man wird ignoriert, was zum Tod führt, oder man wird hingerichtet. So, und das ist zum Teil tief in unseren Zellen verankert. Und da die Frauen wieder abzuholen, zu sagen, hey, komm mal wieder in den Körper rein. Der Körper ist wundervoll. Wir haben so viel Bodyshaming. Wir haben so viel Schuld und Scham in dieser Gesellschaft. Und sie da bei der Hand zu nehmen, zu sagen, guck mal, dein Körper ist fantastisch. Schau mal, wie der sich anfühlt. Und schau mal, was für tolle Brüste du hast. Und was für einen schönen Schoßraum du hast. Und der ist komplett normal. Ja? Da gibt's überhaupt gar nichts Wissen, dessen man sich schämen müsste. Und auch die Kraft der Gebärmutter, so ein uraltes Wissen, was wir in dieser Gesellschaft hier komplett vergessen haben, ist einmal komplett ausradiert worden. Und ja, das heißt, ich ermutige Frauen, sich an dieses alte Wissen zu erinnern, was in uns allen drin schlummert, so dass sie sich ihre Kraft und Macht peu à peu zurückholen können. Weil ich immer sage, in dem Moment, wo wir uns aufhören zu schämen und wo wir aufhören, uns schuldig zu fühlen, kommen wir wieder an unsere Kraft. Und dann sind wir nicht mehr kontrollierbar und wir sind nicht mehr manipulierbar. Ja, und dann kommen wir in unsere Heilung, dann kommt auch diese Gesellschaft in diese Heilung und dann kommt auch dieser Planet wieder in die Heilung. So. Und das liebe ich. Da gehe ich total gerne rein. Ja, das ist toll. Dann darauf ein Artemisia-Teechen. Ja, Prost! Juhu! Das ist auch eine alte Anwendung. Ja, auch der Göttin Artemisia geweiht, ne? Ja. Einer Göttin, glaube ich, ist er geweiht, ja. Mhm. Artemis war eine griechische Göttin? Du warst doch in Griechenland. Artemis. Ja, auf Kreta. War das immer Griechenland? Nee, das war auch mal türkisch, ne? Da kennst du dich viel aus. Ja, 400 Jahre. Türkisch. Nee. Ja, ungefähr 400 Jahre haben die Türken, die Osmanen, Griechenland besetzt. Bis 1871, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, deshalb waren 2021 250 Jahre Befreiung von der türkischen Besatzung haben die groß gefeiert. Aber es gab ja auch viele Griechen, die in der Türkei gelebt haben. Da gab es ja ganze griechische Dörfer, die dann zum Teil verscheucht wurden, ne? Verbrannt, ausgerottet wurden. Smyrna, also wo wir gerade von Hexenverbrennung gesprochen haben, Smyrna wurde auch abgefackelt. Ganz. Aber das war auch tatsächlich erst in den 1900, also um 1920. Ach echt? Ja. So spät? Mhm. Ja, verrückte Welt. Ja, vielleicht kommt die irgendwann wieder in. Das habe ich gerade auch gedacht. In Einklang. Ja. Und dann kommen die Frauen zu dir. Wie werden die auf dich aufmerksam? Also es kommen alle Menschen zu mir, ne? Also Frauen, Männer, alles dazwischen. Tatsächlich auch mehr und mehr Frauen, was mich sehr, sehr glücklich macht, weil das war vor 5, 6 Jahren noch komplett anders. So, und jetzt fangen Frauen an, so mehr und mehr aufzuwachen, zu merken, oh, da gibt's noch mehr. Und wow, ich merke, ich bin so gar nicht glücklich. Und was gibt's noch? Das ist total toll, das zu beobachten. Und ich bin sehr vielseitig aufgestellt. Ne? Ich habe mehrere Podcasts gemacht. Ich war mehrfach im Fernsehen, Interviews. Meine Webseite ist mittlerweile relativ bekannt. Ich habe mir einen Namen gemacht. So. Es ist sag schon mal die Webseite. ivasamina.com. Sehr gut. Kann ganz man einfach. Ja, oder ne? Dann erzählt halt eine Freundin der nächsten Freundin, du, ich bin da gewesen, ich habe das gemacht. Oder ich arbeite manchmal auf Festivals, wo dann wieder Frauen oder Menschen auf mich aufmerksam werden. So kommt dann das eine zum anderen. Ja. Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ist eh so das Beste. Das ist ja bei mir auch so widerfahren hier. Es hat eine ganze Zeit gedauert, wo jetzt die letzten 3 Jahre so wirklich spürbar nach vorwärts gegangen. Ja, wenn jetzt nicht eine andere Sache gewesen wäre, aber. Das ist immer so beste Bewertung oder Empfehlung. Das ist das Allertollste. Mhm. Mhm. Und es dauert aber halt seine Zeit. Das, ne? Das sind immer so gute 3 Jahre, manchmal auch länger, bis sie sagen, ist dann länger. Aber ich bin so Sportler halt, ich sehe das dann manchmal sportlich und dann halt auch mal eine Durststrecke und dann geht es aber auch wieder vorwärts. Ja.
Schönes. Genau. Aber ich bin auch froh, dass es nicht gleich von vornherein so gut lief, wie es jetzt lief. Der hätte wahrscheinlich einen Joden-Burnout gehabt. Und so wächst man ja mit seinen Aufgaben. So war es dann zumindest bei mir. Joden-Burnout. Ja, muss man ja nicht haben, ne? Ja. Ja, ist ganz toll. Und jetzt werde ich ja auch immer häufiger von Eltern gefragt, ob ich auch was für Jugendliche oder Kinder anbiete. Also, oder junge Menschen halt. Mehr und mehr. Das ist ganz spannend. So für die Aufklärung. Genau, weil in der Schule, ich meine, was lernt man in der Schule? So, wie entsteht ein Baby und wie rollt man ein Kondom über den Penis? Das war es ja dann auch schon. Ne? Und der Rest läuft alles über YouPorn und so. Ja, dann Bravo oder YouPorn mittlerweile. Ne? Und das ist schon erschreckend. Und die Erwachsenen schauen häufig weg. So, ach, was ich nicht sehe, weiß ich nicht. Ja. Viele wollen es nicht wahrhaben, dass viele Kids wirklich im frühen Alter schon Pornos anschauen. Oder wenn, dann sind viele auch davon überfordert und tun so, als wäre nichts. Und das sind halt so zwei Extreme. So. Und das ist total toll, wenn die Kinder einfach gut aufgeklärt werden. Ne? Dieses, wie viele Geschlechter gibt's eigentlich? Und dass Sexualität ja nicht nur der Fortpflanzung dient, sondern dass man ja auch einfach Freude und Lust haben darf. So. Und ja, und wie diese Körper zum Teil funktionieren und was tun bei sexuellem Missbrauch und wie man lernen kann, auch Grenzen wahrzunehmen und das klar zu kommunizieren und so weiter. Da gibt's ja so viele tolle Themen. Und ich hoffe, naja, meine Auszeit ist dann nicht nur Auszeit, das wird auch Arbeit werden. Aber dass ich dann, ich hoffe es, für nächstes Jahr gemeinsam mit einer Kollegin was ausgearbeitet habe, wo wir vielleicht einmal die Woche was für Jugendliche anbieten können. So Zusammenarbeit mit anderen Leuten und vielleicht auch Jugendlichen, so, dass wir sagen können, ja, wir bieten eine Plattform und. Ist ja jetzt hauptsächlich bei den Eltern der Bedarf oder hast du den Eindruck, dass die Jugendlichen auch von sich aus das wichtig finden? Kommen Jugendliche auch zu dir? Naja, die Jugendliche wissen ja vor allem nicht so, dass es mich gibt. Aber ich hatte jetzt schon Eltern, die mich gebucht haben für die Kinder. Ich sage dann immer, ne, wenn ihr eine Gruppe aufstellt und das bucht, dann komme ich gerne zu euch. Und ich habe jedes Mal Löcher in den Bauch gefragt bekommen. Ich bin mit einem Thema gekommen und dann sind die Kids von einem Thema zum nächsten gesprungen. Ich habe gemerkt, wow, die haben so viele Fragen. Ich müsste eigentlich mindestens 10-mal kommen, um diesen vielen Fragen gerecht zu werden. Und seitdem gärt das so in mir, dass ich mir denke, wow, wir müssen echt was Gutes für die anbieten, weil nur Bravo oder YouPorn ist halt nicht die Lösung. Und verklemmte Eltern ist auch nicht die Lösung. Und ich glaube schon, dass ein Externer das besser vermitteln kann als vielleicht jetzt die Elternteil. Ja. Schon weil die Ebene eine andere ist. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch so, da haben die Kinder wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Ne? Also es gibt halt Dinge, mit denen wollen Kinder nicht mit ihren Eltern reden. Also jetzt, egal, ob es jetzt irgendwie Sexualität ist oder man muss ja halt irgendwelche Geheimnisse haben, so nach dem Motto. Ne? Das ist ja normal. Also. Ja, das hat so. Das ist wahrscheinlich wirklich gar nicht so doof. Wir hatten das doch auch schon mal irgendwann im Podcast als Thema. Wer war denn das? Das war auch bei. Ach so, waren auch Mara und Vivian, die berichtet haben, dass gerade junge Mädchen irgendwie total überfordert sind, gerade so in der Pornogeneration, wenn es dann darum geht, erste Mal Sex zu haben oder so und die Jungs dann irgendwie so auf dem totalen Pornotrip sind und die Mädels sich da völlig überfordert fühlen oder. Ja. Und das ist nicht zu unterschätzen. Die Jungs sind ja zum Teil genauso überfordert. Richtig, ja? Genau. Die schauen sich diese Pornos an und dann sehen sie diese ewig großen Schwänze, die stundenlang durchirrigiert sind. Und das stimmt ja mit der Realität meistens gar nicht überein. Ja, und dann sind viele denken, mein Penis ist viel zu klein und der steht nicht so lange. Und viele holen sich ja täglich, ich weiß nicht wie oft, vom Porno einen runter. Und viele Penisse sagen ab einem gewissen Zeitpunkt, so, das reicht mir, ich mache da nicht mehr mit. Und immer mehr junge Männer leiden an Erektionsstörungen. Neulich einen Artikel gelesen, dass 25% der Männer ab Mitte 20 zu Viagra greifen. Und ich finde das sehr besorgniserregend. Ja. Oder dann dieser Druck, wenn dann die Jungs in der Fußballumkleidekabine sind. Ja. Und wenn der Penis nicht erregiert ist, dann kann der ja auch manchmal eher klein ausschauen. Es gibt ja die Shower und die Grower. Ja, die einen, die sind auch im unirrigierten Zustand eher groß. Kannte ich noch nicht.
Und dann gibt es die anderen, die sind eher klein und wenn sie erregieren, werden sie dann aber groß. Ja, aber andere könnten ja dann denken, oh, der hat nur so einen kleinen Penis. Und dann gibt es ja wirklich Penisvergrößerung. Also Deutschland ist Weltmeister Nummer 1 in Penisvergrößerung. Gott, ja? Ja. Was? Ja. Aber ich muss dazu was sagen. Ich habe einen Freund, der hatte echt auch so ein Riesenglied. Und der hat immer gesagt, du Weppe, der wird ja gar nicht richtig steif. So viel Blut hast du gar nicht im Körper. Ja. Und wir uns immer ein bisschen lustig gemacht als Jugendliche halt. Ich kann mich erinnern. Das war immer. Ja. Aber das von der Umkleidekabine kenne ich noch auch aus der Schulzeit. So, das hat ging's dann los, die Zeit. Dann am Anfang war das alles so ganz normal. Und dann in der Pubertät, dann hat man sich jeder so weggedreht und so. Ne? Aber ja. Deutschland ist Weltmeister in Penisvergrößerung. Ja. Das ist ja, ja, und da kann man mal sehen, wie viel Geld im Umlauf ist. Wie viel Geld, aber auch wie, also was für ein Druck. Ja. Was für ein Druck, dass Menschen sich zu sowas entscheiden oder junge Frauen, die dann beschließen oder zum Gynäkologen gehen und sagen, mit mir stimmt was nicht, können Sie mal bitte schauen, weil die inneren Lippen ein bisschen rausschauen, ja, weil sie halt immer nur im Porno diese Vulven sehen, wo es nur kleine innere Lippen gibt. Und die Realität schaut aber auch oft ganz anders aus. Ja, viele Frauen haben große innere oder mittlere innere Lippen. Und wenn dann plötzlich was rausschaut, denken sie halt, mit mir stimmt was nicht, da ist was normal und das ist voll peinlich und eklig und am besten muss ich es weglasern lassen. Ja? Wahnsinn. Ja, das ist wirklich, ich denke, echt dieser, es tut mir echt leid, was sie zum Teil mitmachen. Ne? So, so viel Druck und so viel Unwissenheit auch. An der Stelle dann nochmal den Hinweis hier auf unsere Folge, ich glaube, weiß ich da nicht, 14 oder 15 mit Mara und Vivian, mit den Orgasmic Women, die haben es ja sehr schön beschrieben, ne? Und haben ja auch der Vulvina sozusagen ein Denkmal gesetzt. Ja, ja. Das ja und ich. Echt erschreckend, also. Und wir brauchen. So künstliche Eingriffe finde ich auch nicht gut. Ja. Absolut nicht, also. Nee, einfach, dass wir wieder lernen, dass unsere Körper so unfassbar toll sind, egal wie sie sind, ja? Die einen, das sind halt genau wie die Gesichter. Der eine hat eine große Nase und der nächste hat eine kleine Nase und der nächste hat große Ohren und der andere hat wieder kleine Ohren. Wir sind halt einmal komplett unterschiedlich. Das ist ja auch toll so. Und es wäre doch total langweilig, wenn alle gleich aussehen würden, ja. Ne? Ja. Das hat aber mit dem Selbstbewusstsein zu tun, was du vorhin sagtest, ne? Denke ich mal auch. Also wenn man, ich habe es ja immer mit meiner Frisur, ich sage, die Frisur ist egal, man muss nur selbstbewusst gucken. Ja, ob ich jetzt nur so mal oder so, ich kann auch irgendwie durch die Welt laufen, aber wenn du was ausstrahlst, dann brauchst du nicht die tollste Frisur haben, dann ist es halt so. Ja. Und es ist einfach auch zum Teil Unwissenheit. Und wir haben keine gescheite Sexualkultur haben wir nicht. Ja, das ist entweder, das ist so total bierernst, seriös, kompliziert oder total pervers und versaut. Ja, und einfach so mit so einer Offenheit. Und wir haben ja auch Genitalien total sexualisiert. Ja, also wenn wir weibliche Brüste sehen oder Genitalien, dann ist es gleich so ein ja, oh, Sex! Oh. Und dabei sind das ja nur Körperteile. Wenn wir jetzt alle mal eine Woche nackt durch die Gegend laufen würden, dann wäre es nach einer Woche total, total normal und total langweilig. So, also es würde keinen mehr interessieren, ja. Und da einfach, dass wir anfangen, wieder so eine schöne Kultur, Sexualkultur zu kultivieren. Ich bin in der DDR groß geworden und da war ja FKK eigentlich ganz normal. Und erst nach der Wende wurde das so ein bisschen wieder verpönt. Und jetzt wieder, ne? Ja. Also jetzt zum Teil, wenn ich auch manchmal nackt am See schwimmen gehe, dann heißt die Kinder! So, hä? Ich war doch alle nackt früher. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Gerade wegen den Kindern ist es doch toll, wenn die mal nackte Menschen sehen. Ja. Ich bin noch fein, danke. Ich mache jetzt gleich den Wein auf, aber du kannst ruhig die Teekanne leer trinken, weil dann hast du gleich auch ein leeres Glas. Ja. Dann kann der Wein da rein. Ja. Vor allem halt auch so eine Sexualkultur, also wo wir einmal Tiefgang haben, aber eben auch Humor. Ja, wir können ja auch lachen. Das muss nicht alles so dramatisch und bierernst sein. Das darf auch Spaß machen. Es darf auch leicht sein. Ja, eben, das ist Hauptessenz im Leben eigentlich, ne? Ja. Also alle immer auf die auf der Goldwaage da ihre Sachen darauf legen und dann hin und her. Ja. Wäre keiner happy, oder? Nee, genau. Das macht so wenig Spaß. Ja. Gestern noch irgendwo im Podcast gehört, die Idee fand ich toll. Irgendwie meinte jemand, was wäre eigentlich, wenn Erwachsene Kinderspiele in den Alltag einbauen würden? Das wäre doch total cool.
Das fand ich wirklich großartig, die Idee. Man hat ja zum Beispiel so im Wartezimmer beim Arzt ist dann halt ein Bällebad oder so. Und dann haust du dich ins Bällebad. Das ist echt eine geile Idee. Oder du feierst deinen 50. Geburtstag mit einer Hüpfburg. Oh, toll. Das wäre eigentlich wirklich cool, ne? Ja. So Sachen, weil die für Kinder normal sind. Kannst du ja. Ja, kann ich auch. Das genau. Beispiel mal hier. Komm, dann gehen wir alle auf, erst zu McDonald's auf der Bällebad. Obwohl ich das sonst nicht empfehlen würde. Oh, ja, schön. Schön, schön, schön. Ja, das Leben irgendwie nicht so ganz ernst nehmen. Das wäre echt ganz cool. Ja, 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 ja. Sonst ist es vorbei und wir haben zu wenig gelacht. Ja. Oder zumindest gelächelt. Das fällt ja auch schon schwierig vielen. Ne? Ja, und ich frage mich ja wirklich ganz oft, okay, wie will ich auf meinem Sterbebett liegen? Mit welchen Gedanken? Wie will ich auf mein Leben zurückschauen? Und ich meine, ja, ich will mein Leben wirklich gelebt haben. Ich will nicht da liegen und anfangen, Dinge zu bereuen. Sondern die sagen, hey, ich war glücklich, ich habe gelacht, ich hatte meinen Spaß, ich habe Dinge ausprobiert. Ich war mutig, ich bin auch manchmal auf die Fresse geflogen, aber naja, so what? Habe ich halt dazugelernt, bin ich wieder aufgestanden und weitergegangen. Ja, so und dieses nur arbeiten und alles so wie ernst nehmen und sich von sich selber so abgeschnitten haben, ist das so, ich denke, oh, trauriges Lebensende. Ja, das ist so richtig deutsch halt auch, ne? Ja, das ist das Grausame, ja, ihr erlebt das ja auch immer oft. Ja. Viele machen dann, weil es halt sicherer ist, gehen sie ewig. Ja, ach, ist egal, ist ein anderes Thema. Ich konnte es mir ja auch nicht vorstellen, mich selbstständig zu machen. Ich war ja auch so die Sicherheit und dann hast du einen festen Angestelltenjob und sowas alles. Aber dann hat sich zum Glück dann mein Dickschädel durchgesetzt und ich hatte halt die Idee gehabt, mit meiner Erfahrung hier mit diesen Joten dann auch zu machen. Nicht meine Erfahrung hatte ich gemacht, aber das Business mit den Joten. Und jetzt möchte ich es nicht mehr missen. Was für ein mutiger Schritt, aber auch zu sagen, ich besorge mal ein paar Jurten und dann kriege ich hier Nomadenland. Geil. Ja, hat die Uni gedacht, dass es jetzt schon 11 Jahre geht. Jetzt ist schon 12. Jahr eigentlich. 12 Jahre, ja. Wow. Toll. Ich vermutet, ja. Und jetzt möchte ich es aber auch nicht mehr missen, aber die ersten 3 Jahre muss mir keiner wiedergeben. Also das war echt ein Lernprozess. Ja, 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 die ersten 3 Jahre halt immer, ne? Du hast ja mir deine ganzen Workshops und deine Weiterbildung gemacht. Ich hatte nichts eine Weiterbildung, was ich jetzt mache. Ich mir alles zusammengereimt. Naja, wobei, aber du warst reisen. Du warst reisen und hast ja, so viel jetzt auch nicht. Familien in ihren Juten besucht. Ja, das schon. Das ist ja auch in meinen Augen eine Form der Weiterbildung. Das ist schon, ja, das kann man sagen. Apropos Reisen, ne? Ja. Matthias, ich habe heute mit Aya und Ida telefoniert. Zwei deutsche Mädels, die vor ungefähr einem halben Jahr mit ihren Fahrrädern losgefahren sind. Und heute befinden die sich in Usbekistan. Oh. Die sind gerade durch Kirgisien gekommen, haben in Jurten gepennt. Laufen die, fahren in die andere Richtung. Ja, ja. Und die kommen dann irgendwann Richtung Sommer, kommen die wieder zurück und dann kommen die uns auch besuchen. Ach, und dann das erzählen sie von ihrer Reise. Wow. Krass, ne? Sind dann toll. Können die hier übernachten dann auch. Ja. Toll, zwei Mädels. Direkt hierher. Ja. Ach so, das ist super. Ich habe eine Luftpumpe da. Dann kann man wieder Luft aufpumpen. Ich kenne viele Mädels, die haben keine Luft auf dem Reifen. Ist das so? Ja, ich bin da auch einer. Toll. Ja, also das hatte ich zufällig, ich weiß gar nicht, oder? Ich dachte, du hast aber das ist aber auch mutig, in so Ländern dann als Frau oder Mädel mit alleine da so unterwegs, selbst zu zweit. Ja, also Wahnsinn. Gibt es ja noch ein anderes Frauenbild auch. Ist ja leider so. Aber die haben wohl bisher nur Allerbestes erlebt. Also richtig gut. Ja, ist auch wieder so, man muss es einfach machen, ne? Und nicht im Hätte wäre wenn. Ja. Ja, ja. Genau. Ja, dieses Mutigsein halt, ne? Mhm. Mal die Komfortzone verlassen und springen. Die ist echt so. Ja. Oh, toll. Wow, sehr inspirierend. Ja, gerade auch so mit Fahrrad und Zelt sind die ja wahrscheinlich unterwegs, oder? Ja, ja, genau. Mhm. Wow. Jetzt auch, wir waren ja auf Kreta im Urlaub im letzten Herbst. Nicht jetzt, sondern im letzten Herbst. Und wir waren auch mit Zelt unterwegs. Und dann haben wir uns... war manchmal schwierig, so einen wilden Campingplatz zu finden. Also kein Campingplatz, sondern einen Platz, wo man sein Zelt entstellt. So gesagt. Du und eine Nacht, da ging auf einmal neben uns, haben sie angefangen, da rumzuschießen. Dann haben die da gejagt oder irgendwas totgeschossen. Da war uns auch an. Dann haben Taschenlampen geleuchtet und wir haben uns da schon versteckt. Und so. Das war nicht so gemütlich. Und dann schläfst du ja natürlich dann auch nicht so gut. Ja. Nee, und bloß nicht pinkeln Geräusch. Bis nachts. Bloß nicht pinkeln. Das war auch ein bisschen krass, ja.
Aber ansonsten hat man es immer gut. Ja, das wäre fast ein bisschen zu viel Wildnis, ne? Aber gut, die haben wahrscheinlich da irgendwelche Wildschweine geschossen oder so. Aber nachts Wildschweine? Also ich kenne es aus Italien. Ich war auch letztes Jahr im Herbst in Griechenland in so einem Bergdorf und da haben mir die Leute, die dann da abends abgefahren sind und mir den Schlüssel für ihr Häuschen gegeben haben, meinten, ach so, übrigens, wenn du nachts wach wirst, nicht erschrecken, wenn da geschossen wird. Die Jäger, die schießen manchmal hier die Schweine. Nachts. Ach, tatsächlich, ich kenne das halt aus Italien, da gibt es halt immer tagsüber dann die Treibjagd. Ach so. Also nachts wird in Italien nicht gejagt. Ah ja. Aber spannend, das Wildschwein. In Deutschland auch nachts, ja. Ach, in Deutschland auch. Gerade wenn jetzt Mond so ist, dann geht der Mond schon wieder, wird ja weniger. Gerade zur Mondzeit, dass man auch ohne künstlichen Licht schießt. Ah, okay. Tja, spannend, ne? Ich mache den Wein jetzt mal auf. Ja. Rotwein ist doch auch, sagen wir mal, etwas für den romantischen Jurtenabend, oder? Ja, also in meinen Augen ist Rotwein immer toll. Aber ich glaube, ich kenne griechischen Rotwein nicht. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf den hier. Der kommt von der Nordküste des Peloponnes. Mit Rotwein groß geworden. Ja, ja, ja. Wie heißt der? Zigello. Also ich bin gespannt. Also, wir probieren immer mal einen anderen. Ich werde das da mal eingießen. Wow, toll. Ich habe den Ofen. Ach, der Ofen tickert. Dieses Tickern hört man manchmal im Podcast. Mal wenn ich nachlege. Ja, wirklich, so ein leises Tickern. Das ist der Ofen. Ach, das Feuer lodert so schön. Ja, dann nehmen wir uns gleich ein Lammfell und legen uns davor. Ne? Oh, mit Pophead. Der liegt da oben, ja. Ach, da oben, ja. Der wohnt immer hier? Der ist immer da, auch wenn ich nicht da bin. Ja, dann habe ich das Glück, dass sich jemand darum kümmert. Auch. Ah, toll. Der muss ja ab und zu geführt. Der versorgt sich zwar auch selbst, aber nicht grundlegend. Also ein bisschen möchte auch umsorgt werden. Wenn man ein Futterdöschen. Oh. Ja, wollte gerade ganz so aufmerksam gestreichelt werden. Hat mich nicht mehr losgelassen. Hat sich so mit beiden Händen an mir festgekrallt. Das war ganz, ganz süß. Lag da vor dem Ofen und ich musste ihm den Bauch krauen. So ein bisschen, weil wir auch weg waren. Eine Woche. Da hat er dann immer nur am Wochenende Besuch, wenn hier so ein bisschen Programm ist. Da ist ein bisschen Leben da, aber ansonsten ist dann immer ruhig. Was für ein Katzenleben. Perfekt. Hast ein bisschen deine Ruhe, dann kommt mal wieder jemand vorbei, der dich streichelt. Ja, man freut sich immer, wenn Podcast aufgenommen wird. Auch bei Märchenstunde, der kommt immer rein, der ist sehr kulturinteressiert. Und das Schärfste war gewesen, das war auch im bitteren Monat November, also im grimmischen Monat. Im grimmigen Monat November. Also. Und da werden mal durch einen Schauspieler die Bremer Stadtmusikanten erzählt. Das war jetzt auch im letzten, jetzt in der vergangenen Zeit, im letzten Jahr. Und was wollte ich sagen? Da hatte ich die Bremer Stadtmusikanten angekündigt und das aber statt der Schauspieler hat sich der Putin, die Podcast, unter den Scheinwerfer gesetzt. Ach! Weil Bremer Stadtmusikanten kommt der Kater vor, da ist er aufgestanden. Ich habe das ein bisschen anmoderiert. Und dann saß der da unter dem Licht und hat die Leute angeschaut. Das war echt putzig. Oh, und dann toll. Ist dann unser Schauspieler aktiv geworden. Ja, ist eine echte Rampensau, ne? Oh. Ja. Okay. Zum Prost, ihr Lieben. Jetzt bin ich ja ganz gespannt, wie der schmeckt. Hm. Der schmeckt sommerlich. Sommerlich, ne? Aber der hat auch eine Beinote, irgendwas Berry-Fruchtiges, was ich noch nicht einordnen kann. Also der, zumindest steht's drauf, der reift im Eichenfass und in so selbstgetöpferten Amphoren angeblich. Toll. Ja, schön. Die Griechen haben ja immer eine Überraschung so drauf, ne? Wenn man da durchs Land fährt. Ja, das stimmt. So schöne Strände. Ja. Wir haben viel am Strand gezeltet jetzt auch. Wir hatten bloß so Handgepäck. Ach ja, ihr wart auch, Rucksack gepackt. Ihr wart auch viel nackig da am Strand. Ich habe doch Bilder gesehen. Nee, das war nur, sonst wäre keiner groß da. Das gehen wir doch schon. Ja. Dass man da keinen stört. Aber jetzt war ja auch nichts mehr los. Total toll. Wenn man in der Nebensaison ist, dann geht das wie woanders auch. So, erzähl mal noch von deinen anderen Workshops. Von meinen anderen Workshops? Ja, ich habe gerade mit meinem Kollegen Mathis von Lumen Dark Out of the Box gehalten. Und zwar Out of the Box 1 mit Slow Intensity und Out of the Box 2 Sensory Treat. Und Mathis und ich, das geht so 2,5 Tage lang und das ist das sind Räume, wo wir gemeinsam erkunden, forschen und spielen. Und das eine Wochenende zum Thema Langsamkeit. Mhm. Weil viele Menschen sind so unglaublich schnell. Wahnsinnig schnell. Wir essen schnell, wir reden schnell, wir gehen schnell, wir haben schnell Sex. Und da mal einfach 2,5 Tage ganz bewusst in die Langsamkeit gehen. Und viele denken,
oh, langsam ist ja voll langweilig. Aber wenn wir langsam werden, dann wird es oft total intensiv. Ja. Also meine intensivsten Momente habe ich oft in der absoluten Langsamkeit erlebt. Und damit spielen wir eben. Und in einem anderen Workshop, Sense Retreat, spielen wir mit den Sinnen. Weil viele Menschen haben sich so auf den Sehsinn fokussiert, danach auf den Gehörsinn. Und der Tastsinn, Geruchssinn und Geschmackssinn, die gehen so ein bisschen unter. Die fallen Geschmackssinn. Das war jetzt das Triggerboard. Ich hab was mitgebracht hier zum Backen. Es ist ein, es ist etwas, ich habe ein bisschen ausprobiert. Also, kennt ihr dieses georgische Käsebrot? Wie heißt das? Chapapuri, glaube ich. Oh, das riecht fantastisch. Das ist so ein bisschen die griechische Variante mit Schafskäse und viel Olivenöl. Das ist super. Toll, danke schön. Warm war es wahrscheinlich besser. Ich habe es heute, als es aus dem Ofen kam, so ein kleines Stück probiert. War super. Jetzt ist es natürlich schon ein bisschen kühler. Aber schmeckt vielleicht trotzdem. Also nehmt euch was. Ja, mache ich gleich. Ich erzähle noch kurz fertig. Ah ja, genau. Da müssen wir nicht schmatzen. Ja, genau. Anastasia hatte gemeckert irgendwann vor einigen Folgen. Mit vollem Mund geredet. Genau, und wir schauen bei diesem Workshop, wo wir mit den Sinnen arbeiten, dass wir mal ganz bewusst uns mit allen Sinnen verbinden. Ganz bewusst mit dem Sehen, was sehe ich eigentlich? Ganz bewusst mit dem Hören. Auch bewusst mal schmecken und riechen. Und meistens, wenn wir sehen und hören und so, wir schauen immer nach außen. Wir hören nach außen. Und was, wenn wir das mal umdrehen, wenn wir das Gesehene in uns reinkommen lassen und das, was wir hören, in uns reinkommen lassen und so weiter. Und das geht in der Regel direkt ins Herz, wenn wir lernen, das umzudrehen. Und ganz viele Leute im Workshop sagen plötzlich, ich habe heute zum ersten Mal bewusst die Griffe von meinem Fahrrad gefühlt. Oder ich habe zum ersten Mal bewusst richtig Banane geschmeckt. Das habe ich so noch nie geschmeckt. Und plötzlich gibt es ein ganz neues Bewusstsein. Die Leute kommen dadurch auch mehr in ihren Körper. Ja. Sobald wir im Körper sind, sind wir viel mehr im Hier und Jetzt. Wir fangen an, präsent zu werden. Nicht mehr so viel in der Zukunft oder in der Vergangenheit, sondern wir sind da. Und wir fangen an, die Welt anders wahrzunehmen, dadurch auch die Welt anders zu begreifen, dadurch auch uns anders wahrzunehmen und zu begreifen. Und plötzlich wird jedes Mal, keine Ahnung, ein Stück Apfel essen zum Abenteuer. Jedes Mal duschen, so wow, und wie kann mich dieser Duschstrahl nachberühren? Oder wenn der Wind ins Gesicht bläst, so wow. Das fühlt sich ja toll an, von dem Wind so gestreichelt und liebkost zu werden. Und so kann man eben aus allem ein Spiel machen. Ne? Da kommt wieder dieses Verspielte und Spielerische mit rein. Und genau, und wir packen da viel tantrische Elemente rein, aber eben auch mit so ein bisschen kinky und so weiter. Was ist, wenn ich mal jemandem den Hintern versohle und zwar nicht so ein Bam, 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 ich hau meine Hand da hinten drauf, sondern ich tue ganz bewusst meine Hand heben. Atme ein, atme aus und mit der Ausatmung lasse ich sie runterfallen. Was nehme ich wahr? Und was passiert, wenn mir jemand so die Hand auf den Hintern haut? Und plötzlich merke ich, wow, das ist abgefahren, was man da alles erleben kann. So. Ja, und damit spielen wir und zum Teil eben auch mit so einer kindlichen Freude. Und die Teilnehmer können mitmachen, sie müssen aber nicht mitmachen. Und ja, ich liebe das. Es ist schön, verrückt, teilweise wild, aber auch sehr bewusst und ein wunderschöner Erfahrungsraum, um sich und seinen Körper noch Sexualität neu zu erfahren. So, sowas gebe ich. Ich gebe eben auch eine Tantra-Massage-Ausbildung, weil ich finde, dass die meisten Menschen fürchterlich berühren. Es ist katastrophal, wie die meisten Menschen berühren. Da ist es oft was sehr Mechanisches, da wird was abgearbeitet, die Leute sind im Tun und wenige sind im Fühlen, im Wahrnehmen. So. Und da auch ein bisschen Bewusstsein reinzubringen. Und oft verändert das alles. Ne? Die Beziehung zu sich selber, die Beziehung zu Partner, Partnerin. Also ich habe schon Menschen gehabt, die gesagt haben, Iva, echt damit, du hast unsere Beziehung gerettet. Es hat sich alles komplett verändert. Okay. Ja, und das ist so einfach. Es sind die einfachen Dinge, die wir für Gott gegeben annehmen, die wir überhaupt nicht hinterfragen. Und ja, eben unsere Sinne, Langsamkeit, Berührung. Wenn wir anfangen, das zu verändern, verändert sich alles im Leben. Alles. So. Ich arbeite viel mit Frauen.
Ich hatte jetzt mit einer Kollegin in Österreich zusammen einen Workshop gegeben, der heißt Reclaim Your Sexual Power, wo wir Frauen eben ermutigen, sich das zurückzuholen. Ganz kraftvoll, ganz, ganz toll. Ich mache, oh ja, ganz bekannt, werde ich immer vom Fernsehen angefragt, ob sie mit mir drehen können. Ich habe einen Workshop, da arbeite ich mit Vulva-Watching und mit Vulva-Fotoshooting. Das habe ich sogar gesehen im Fernsehen. Ja. Das lief mal irgendwann, als ich gerade ins Bett gehen wollte. Da dachte ich, hast du links gekommen, Jerks geschaut. Da kam das mal in einer Serie, Jerks. Das ist eine Sendung, die wird in Potsdam gedreht. Ach so. Ullmann heißt der. Ach so, das, ja, stimmt. Kenne ich. Also ich war tatsächlich ein paar Mal damit auch im Fernsehen und so weiter. Ja. Es kann schon sein, dass ich das eventuell gewesen bin. Ja, das warst du. Ja. Kannst bei Y Collective schauen, da gibt es das zweimal. Oh, wir kriegen jetzt Hintergrundmusik. Nur zur Erklärung, in der Nebenjurte gibt es gleich noch eine musikalische Lesung. Hört sich an wie ein Imam. Was? Ist auch ein Mann. Ein Imam. Imam. So. Verstanden, hört sich an wie ein Mann. Und das ist tatsächlich mein kraftvollster Workshop, weil männliche Genitalien oder sagen wir mal Penisse, die wachsen nach außen, die kann man wunderbar anfassen, die kann man sich gut anschauen. Das baumelt so zwischen den Beinen herum, das sieht man viel eher, ne? Am Strand, in der Umkleidekabine. Aber Vulven, Vaginas sind, eine Vagina ist nach innen gewachsen und eine Vulva ist so zwischen den Beinen versteckt, sieht man quasi nicht, ja. Und wann schauen sich Frauen schon mal an? Das heißt, wo Frauen nackte Vulven sehen, ist dann meistens ein Porno. So. Aber mal einen Raum zu bekommen, wo Frauen wirklich sich bewusst andere Vulven anschauen können, wo sie sehen können, oh Mann, und so kann eine Vulva auch ausschauen. Und wow, so kann sie auch ausschauen. Und so auch, das war mir überhaupt nicht klar. Das ist für viele Frauen total heilsam, ja, einfach mal diese Unterschiedlichkeit zu sehen. Aber auch sich selber zu zeigen. Da kommen so viele Themen hoch wie, ich komme aus einer sehr religiösen Familie. Oder als ich ein kleines Kind war, habe ich mal meinen Rock hochgehoben und danach wurde mir der Hintern so sehr versohlt, dass ich mich total, total von meiner Sexualität abgeschnitten habe. Weißt du, eine 60-jährige Frau. So. Oder sexueller Missbrauch. Oder Frauen, die denken, sie sind total hässlich. Ja. Und wenn sie dann da sitzen und andere kommen und gucken und sagen, hey, wow, ich sehe das bei dir und das schaut total nach Lebendigkeit aus. Oder also was die Frauen alles sehen, das ist manchmal, als wäre man in einem Museum und würde sich ein Gemälde anschauen, als wäre man bei so einer Weinverköstigung. So poetisch wird manchmal gesprochen. Das ist wunderschön. Und immer laufen Tränen, jedes Mal. Und ich hatte mal eine Frau da, die war Borderlinerin. Die war von oben bis unten aufgeritzt. Und sie war der Überzeugung, sie ist unfassbar hässlich. Ihre Partnerin hat sie dann zu mir gebracht und nach diesen 4 Stunden Workshop, man konnte wirklich sehen, während dem Workshop gab es einen totalen Shift. Von totaler Anspannung, Verkrampfung, Angst und Scham zu totaler Entspannung, Öffnung und Zulassen. Und nach dem Workshop meinte sie, du, ich habe 7 Jahre lang Therapie gemacht. Die 4 Stunden hier haben mir mehr gegeben als 7 Jahre. Es ist wirklich, wirklich kraftvoll, ja, wenn Frauen merken, weißt du, auch nur im Kreis von Frauen, keine Männer, da wird nichts sexualisiert, sondern es ist dieses wohlwollende Miteinander, dieses fürsorgliche, alle dürfen sich zeigen mit ihrer Angst und ihrer Scham. Unglaublich fantastisch. Viele können es nicht nachvollziehen, sagen, zeigen sich Frauen ihre Muschi, Das ist so, nee, da, die Frauen gehen zum Teil echt durch ihre Todesängste, durch ihre Traumen und werden in dem Kreis von Frauen aufgefangen und es darf Heilung stattfinden. Ganz, ganz wunderschön. Genau. Solche Sachen mache ich. Als ich die Reportage gesehen habe, kam mir das tatsächlich komisch vor und mir ist dann aufgefallen, okay, offenbar sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau echt so groß an der Stelle. Weil ich habe mir die Frage gestellt, möchte ich jetzt in einer Runde sitzen und mir den Pimmel von Matze angucken? Nee, eigentlich nicht, weil es mich nicht interessiert. Aber klar, wahrscheinlich kommen Männer irgendwie mit anderen männlichen Penissen viel öfter in Berührung. Das fängt ja schon beim Pinkeln irgendwie an, ja, oder so. Ne? Ja, klar. Ja, eben mit fremden Männern. Heute war ja auch wieder Raststätte. Stehst du mit Fremden nebeneinander hin? Frauen sind ja immer abgeriegelt. Mhm. Ne? Ja, sitzt man ja nicht nebeneinander. Wirklich was anderes. Wobei ich auch schon angefragt worden bin, ob ich solche Workshops auch für Männer gebe. So.
Oder ich habe auch schon bei mir in der Praxis Männer gehabt, die gesagt haben, Iva, kannst du mal bitte schauen? Ich glaube... Klar, bevor sie den verlängern lassen. Mein Penis ist komisch oder das stimmt was nicht. Mhm. Und sie einfach mal Feedback holen. Mhm. Ne, mit diesem so, ey, Sweetie, ist alles okay. Ganz normal. Nur weil er eben nicht, weil es nicht so eine Riesennatte ist, irgendwie wie im Porno. Ist alles okay. Ja. Mhm. Oh, was für eine bescheuerte Idee, sich das Ding größer machen zu lassen, ne? Also, überleg mal, dann fühlst du nicht mehr vielleicht. Ja, oder es hängt immer im Weg. Das war auch total nervig. Also eine Weile haben sie es so gemacht. Ich glaube, das machen sie jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so, aber die haben eine Weile dann eine Sehne durchtrennt, damit er im unirrigierten Zustand eben länger, größer ausschaut. Das hat man die Umkleidekabinen-OP genannt. Hatte aber den Nebeneffekt, dass wenn er dann irrigiert war, er nicht mehr so stabil war. Ja, das ist natürlich, oh mein Gott, ja. Ich glaube, das wird heutzutage nicht mehr ganz so gemacht. Aber ja, es ist so, ja. Am liebsten die Finger weglassen. Das ist meistens ist alles okay. Ja. Von der OP. Ja. Oh, danke. Ich hab noch. Ja, dein Brot schmeckt sehr lecker. Ja, ganz nicht, Andreas, lustig. Hast du wieder super gemacht. Klasse, ne? Ich find's kannst du ja anfangen. Nochmal mein Angebot. Ja, mach mal. Wenn wir dann irgendwann im Sommer das große Podcast-Festival hier feiern, ne, dann backe ich und bring Fava mit und so. Und hast du das in deinem Outdoor-Backofen gebacken? Mhm. Oder? Nee, das war so auf die Schnelle heute. Das habe ich einfach nur im normalen Backofen gehabt. Fantastisch. Geil. Ich wollte es mal ausprobieren. Echt ein interessantes Thema, so alles. Ja. Überhaupt so einen Bezug auch zu sich zu finden. Das ist auch so ein Prozess. Und wenn du es vom Elternhaus nicht mitbekommst, dann macht man sich natürlich auf der Suche. Natürlich dann auch ein Glück, das braucht natürlich aber auch Mut, den Schritt zu gehen, sich dann auch an dich zu wenden. Beziehungsweise weiß man ja gar nicht, wo wendet man sich hin. Ne? Jetzt. Ich meine, Gott sei Dank, es gibt mehr und mehr Angebot. Auch so. Durchs Internet ist jetzt sicherlich leichter, ja, als es früher war. Und es gibt ja mittlerweile auch Psychologen oder Gynäkologen, die sagen, gehen Sie doch mal dahin. So, ich kann Ihnen da nicht helfen. Gehen Sie doch mal zu so einem Sexological Bodyworker oder so. Die können Ihnen vielleicht weiterhelfen und oft können wir es. Ja? Mhm. Ich hatte irgendwann mal eine Frau, die hatte nach der Geburt ständig Schmerzen im Beckenboden. Ich war auch so ein bisschen, keine Ahnung. Schauen wir mal, lass uns einfach mal anfangen. Lass uns schauen, wo lang es geht, was geschehen will. Und ich dachte, ja, wir brauchen wahrscheinlich einige Sessions. Nach einer Session waren die Schmerzen komplett weg. Ja. Ja? Einfach eine emotionale Blockade, die wurde gelöst und die Schmerzen waren weg. So. Und das Ding ist, ich sage immer, wenn wir anfangen, mit unserer Sexualität zu arbeiten, die Sexualität ist ein Spiegel von unserem Leben. Ja, das heißt, sobald wir sagen, oh, ich will eine erfüllte Sexualität leben, fangen wir an, uns mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Und wir werden uns notgedrungen mit denen auseinandersetzen müssen. Tabu und Verbot und Scham und Trauma und meine Eltern und überhaupt. Und dann kommen die Themen auf den Tisch. So. Und ich sage immer, eigentlich, es ist hochtherapeutisch, was ich da mache. Ja, es ist wirklich, ich kann die Sexualität, also ich kann den Rest nicht ausgrenzen. So. Ja, da kommen manchmal Menschen zu mir, ich habe einen großen, starken Mann gehabt, der mir irgendwie, der ein Coaching haben wollte. Und am Ende lag quasi ein kleiner weinender Junge in meinen Armen, der nach seinem Papa geweint hat. So eine tiefe, tiefe Verzweiflung und Sehnsucht nach Papa. Und das wollte einfach mal gesehen und gefühlt werden. Na, und solche Sachen passieren dann. Wenn das gesehen wurde, gefühlt wurde, dann gibt's oft eine Integration und dann kommt halt irgendwann das Nächste. Mhm. Ja, das ist ein toller Job und ich bin echt dankbar, dass ich das machen darf. Ich sage immer, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen gibt, der glücklicher mit seiner Berufung ist als ich. Das ist wirklich toll. Ja, echt schön, dass du es dann noch gemacht hast. Perfekt. Ja. Ja, einen Schritt muss man ergehen. Ja. Und ich bin wirklich auch so voller Dankbarkeit, dass die Menschen so mutig sind, aufzustehen und für sich zu gehen. Und dass die so mutig sind, auch sich bei mir oder bei anderen zu melden und zu sagen, ey, ich will Hilfe haben, ich brauche Support. Oder kannst du mich bitte unterstützen? Ich denke, yes, toll, danke. Dass man das nicht so annimmt und sich gefallen lässt, ne? Dass die Umstände unglücklich sind. Früher war es ja so, da musste man auch als Mann gerade, ne? Da musste es halt stark sein und dann hat man eigentlich nur einen Schauspieler zum Beispiel, oder? Ja. Und auch so diese Rollenverteilung. Jungen weinen nicht, ne? Ja. Damit fing es ja dann an, irgendwie schon an. Ja.
Wobei, stell dir nicht so an. Das habe ich ja nie verstanden. Ne? Ich finde ja Wein irgendwie auch total schön. Na, was erlösen ist. Das muss ich, ja. Ich könnte jahrelang nicht weinen. Irgendwie. Das ging erst später. Mhm. Könnte gar nicht traurig sein. Und wenn du immer glücklich bist, ist ja gut. Ne? Aber ich war ja dann auch nicht so, aber... Jetzt rede ich schon wieder mit vollem Mund. Entschuldige. Anastasia, wenn du hier zuhörst. Ja, ist nicht so einfach zu podcasten und gleichzeitig zu essen, ne? Aber wir sind ja auch zum Zuhören hier, ne? Du machst das, ja. Ich mach das mal, ja. Hast du mal einen ganz harten Fall gehabt, wo du gar nicht helfen konntest? Gibt's das auch mal, wo du sagst, boah, jetzt weiß ich auch nicht, komm ich nicht weiter? Ich meine, Borderlinerin, finde ich, ist schon, wow, hardcore, ne? Wenn du dann Erfolg hast, ist ja unfassbar cool, aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so einfach, wahrscheinlich. Das kann ja auch mal in die Hose gehen. Also ich weiß, es gibt manchmal Kolleginnen und Kollegen, wo ich weiß, die können einige Sachen besser als ich. Ja, und manchmal sage ich dann, ey, ich glaube, geh zu denen, die können dich besser unterstützen, weil... mir ist es einfach wirklich wichtig, dass die Leute so optimal wie möglich unterstützt werden. Ich habe ein tolles Netzwerk aufgebaut, ich habe zum Teil auch ein tolles Team und wir arbeiten zusammen. Und wenn ich dann weiß, hey, die Person kann dich besser unterstützen, dann geh bitte dahin. Und wenn du dann nochmal ein Bedürfnis hast, kannst du gern wiederkommen. So. Ja. Aber jetzt so richtig, wo ich sage, da bin ich gar nicht weitergekommen. Ich glaube so zweimal. Zweimal hatte ich das, wo ich gemerkt habe, irgendwie, wir finden nicht wirklich einen gemeinsamen Nenner. Oh. Irgendwie, es matcht nicht so richtig und ich kann dich nicht wirklich unterstützen, ja. Meistens finden wir irgendeinen Weg. Ich meine, was ja im Grunde meistens der Fall ist, wir alle haben so eine große Sehnsucht, in der Tiefe, so wie wir sind, gesehen zu werden. Wir alle wollen einfach nur gesehen werden und auch angenommen werden, so wie wir sind. Und wenn man solche Räume öffnet, da kann so viel passieren. So. Und das ist oft die größte Medizin für die Leute. Hm. Einfach einen Raum zu halten, wo sie einfach sein können, wo sie sein dürfen, wo es keine Verurteilung gibt, wo es keine, was auch immer gibt, ja. Sondern einfach, das ist so okay. So denkst du, so fühlst du, ist okay. Hm. Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir solche Räume haben. Es ist so, es wird so gebraucht. So sehr. Ja, das braucht es immer mehr irgendwie. Ja. Gibt es Gott sei Dank auch immer mehr. So, der erste Schritt ist immer bei eben selbst, ne? Dass er erstmal merkt, Mensch, ich muss was ändern und dann ist ja der nächste Schritt, dass man sich Hilfe sucht, oder? Ja. Dass man nicht alles immer mit sich abmacht. Ja, genau. Der erste Schritt ist wirklich, es zu erkennen und der zweite Schritt ist es zu wollen, Veränderung zu wollen und es dann der dritte Schritt in die Tat umzusetzen. Ja, Schritt 1 ist ja dann sozusagen erstmal zu lernen, über Gefühle zu reden. Das können ja schon ganz viele einfach gar nicht, ne? Ja. Das finde ich ja auch ziemlich, ja, teilweise echt erschreckend. Mhm. Ich war vor einigen Wochen in einem Podcast zu Gast. Da geht es tatsächlich darum, über Gefühle zu sprechen. Ich fand die Idee ganz witzig von dem Typen, der den Podcast macht. Deshalb habe ich sofort zugesagt, als ich das gesehen hatte oder als er mich gefragt hat. In dem Podcast geht es nicht darum, über Themen zu reden, sondern über Gefühle. Oh, wie schön. Also ganz spannender Ansatz. Mhm. Könnt ihr mal reinhören. Wie heißt denn der? Ist das schon online? Der ist schon online, genau. Ich verlinke es dann. Jetzt toll. Tatsächlich nochmal gucken, wie heißt. Moment. Das ist schön. Ja. Und sowas. Jetzt erst sowas übe ich zum Teil halt auch mit den Menschen, die zu mir kommen. Ja, viele, viele Menschen sind ja nur in ihrem Kopf zu Hause. Ja, der Kopf funktioniert hervorragend. Ja, problemlos. Ständig am Analysieren und begreifen wollen und beobachten und so weiter und so fort. Und der Rest des Körpers ist dann oft wie so ein Anhängsel. Ja, der ist dann irgendwie da, aber die Leute sind nicht wirklich da. Wenn wir fühlen wollen, müssen wir in den Körper kommen. Sonst können wir nicht fühlen. Das geht nicht. Deshalb haben wir auch so viele Menschen, die mit ihren Gefühlen gar nicht in Kontakt sind, weil sie nämlich in ihrem Körper nicht sind. Und mit denen gemeinsam übe ich dann dieses, hey, was hast du gerade gefühlt? Und wo in deinem Körper fühlst du das? Wo fühlst du die Wut? Wo fühlst du den Schmerz? Wo fühlst du die Freude? Atme mal rein, gib dir mal ein bisschen Raum und Zeit.
Das ist fantastisch. Ja. Also wenn sich da jemand erlaubt, wirklich hinzugehen, so, oh, yes. Genau. Gemeinsam mehr heißt auch der Podcast. Ah. Also gemeinsam mehr. Also es ist tatsächlich, da ist schon der Titelprogramm. Das war auch ganz witzig, als der Andreas, der heißt auch Andreas, im Vorgespräch zu mir sagte, also es kann dann auch wirklich durchaus sein, dass wir, wenn es sich ergibt, einfach 5 Minuten mal gar nichts sagen. Dann bleibt das halt so. Dann ist da einfach nur Ruhe. Weil wir dann in uns reinhören oder versuchen, mit unseren Gefühlen irgendwie gerade mal klarzukommen. Und das fand ich ganz spannend. Super sympathisch. Ja, fand ich auch einen ganz, ganz schönen Ansatz. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Ja. Was machst du denn, wenn es dir nicht gut geht? Gehst du dann zu dir in den Workshop? Also es gibt unterschiedliche Sachen. Und dann kommt es natürlich auch drauf an, wie sehr geht es mir nicht gut. Mhm. Ja? Manchmal, also was für mich wirklich die beste Medizin ist raus in die Natur. Mhm. Raus aus der Stadt, einfach nur Natur, Natur. Ja. Und ich weiß, es hört sich jetzt sehr hippiesk an, aber einfach mal Bäume umarmen, wieder in die Erdung gehen, einfach runterkommen. Am allerbesten ist, wenn ich auch mal 1-2 Wochen nur in der Natur bin, um wirklich mein ganzes System runterfahren zu können. So. Manchmal brauche ich es, von einer anderen Person einfach mal in die Arme genommen zu werden. So Co-Regulation meines Nervensystems. So, das geht oft leichter mit einer anderen Person. Ich habe auch Therapeuten, Coaches, Bodyworker, die ich immer um Hilfe fragen kann, wo ich weiß, die sind gut. Und die geben oder die können mich genau in dem supporten, was ich brauche. Und dann buche ich mal eine Session und hole mir professionelle Hilfe. Das kann ich jedem einfach nur empfehlen, weil es ist manchmal zu viel, die Dinge alleine mit sich auszumachen. Und es ist manchmal so viel leichter, wenn man jemanden hat, der ihn unterstützen kann. So. Und dann mir einfach zu erlauben, die Dinge zu fühlen. Mich einfach hinzusetzen, mich zu erden, mit den Füßen am Boden zu sein, Gebärmutter-Herz-Verbindung herstellen, wirklich, dass ich im Körper bin, dass ich in meinem Herz bin, damit verbunden bin und dann mir zu erlauben zu fühlen, was ist. Und dann geht es nicht darum, irgendwas damit zu machen, es zu pushen, daran zu ziehen, es verändern zu wollen, sondern einfach nur zu sagen, okay, das ist der Ist-Zustand. Da atme ich rein, da atme ich Bewusstsein rein und damit bin ich jetzt. Und dann kann es sein, dass plötzlich was Neues kommt, eine neue Welle. Oder manchmal will nur Leere gefühlt werden. Und dann bin ich damit. Und damit fahre ich ganz gut. So, ne? Ja. Natur, professionelle Hilfe, in den Arm genommen zu werden und einfach zu fühlen. Natur ist immer gut, finde ich auch. Nee, da bin ich auch dabei. Ja. Einfach mal in die Blumenwiese legen. Ja, oder ich war im Anfang des Jahres, war ich für 3 Wochen in Mallorca. Und ich bin 3 Wochen lang jeden Tag auf meinen Felsen geklettert. Und wir sind eine Freundschaft angefangen, dieser Felsen. Ich jeden Tag, ich so, oh, mein Felsen, ich muss zu meinem Felsen. Und dann saß ich da und am Anfang nur eine 1/2 Stunde und dann 2-3 Stunden und habe einfach nur noch aufs Meer geschaut. Und es war wie dieses Gucken und Sein, war wie eine Meditation. Und das hat mir so viel gegeben. Das war besser als jede Kur, besser als, ich glaube, jede Therapie. Das war wirklich, wirklich Medizin. Absolut. Wer weiß, Aristoteles war es doch. Der saß doch auch immer auf seinem Felsen jahrelang. Recht? Am Meer in Griechenland. Ah, das und hat nicht in die Strömung geguckt und hat philosophiert. Ja, ah, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich habe so viele Insights bekommen. Ich habe einfach dem Wind auf dem Wasser zugeschaut, das Wasser, wie es sich bewegt, die Vögel. Und ich habe so viele Aha-Momente gehabt. So fantastisch. Ja, ich muss nie wieder was anderes machen. Ich brauche nur noch meinen Felsen. Ja, genau. So simpel. Ja. Das stimmt. Ja, so ein Felsen ist gut. Du warst auch auf dem Felsen, auch auf Kreta, habe ich doch gesehen, ne? Ich? Hast du nicht so einen todesmutigen Sprung gemacht? Achso, nein. Das stimmt. Ja, ne? In der Brandung stand so ein kleiner Boulderfelsen und das war mein erster Naturboulder, den habe ich bestiegen. Ja. Und der sah auch von der Seite aus wie so ein Herz. Ah. Genau. Das sehr gut. Ja. Ach, toll. Schön. Meine Kinder, die gehen auch gerne klettern und auch eben gerne in Griechenland. Die hängen dann auch mal in irgendwelchen Felsen über Meer und springen dann vom Felsen ins Meer hinein. Super. Einfach schön. Aha. Das ist schon toll, ja. Ich bin jetzt nicht so der Riesenkletterer, ich bin eher so Wandern oder so Bergsteigen vielleicht auch noch, ja. Was ich ja total liebe in Griechenland, wenn ich im Winter da bin und die Sonne scheint und obwohl es draußen halt relativ, relativ kühl ist, in der Sonne ist es ja total warm und wenn du dich dann irgendwo am Kiesstrand in diese warmen Kiessteine legst, möglichst nackig, ne?
Das ist so schön, das ist richtig gut. Auch im Winter? Ja. Oh, toll. Die Sonne ist einfach so warm, dass es wirklich die Kiesel da aufwärmt. Ne? Oder so große Kiesel dann im Rücken, das ist schön. Ja, hast du da ein Haus? Nee, aber ich fahre da seit Ewigkeiten hin und habe da Freunde, die wie meine Geschwister sind, sage ich immer. Ah, okay. So, meine zweite Familie. Oh, wie schön. Zu Hause. Ja. Oh, wie schön. Das macht Spaß. Glaube ich gerne. So, ich nehme mir auch noch ein Stückchen hier von diesem Ding. Richtig toll. Da backe ich das nächste Mal mehr von, ne? Ach so, Andreas. Ich kann nicht so sprechen. Oh, was ich jetzt im Winter mache, ich fahre jetzt nach Guatemala. Ja. Und dann werde ich bei einer alten Maya-Frau die abdominale Gebärmuttermassage lernen. Und darauf freue ich mich total, weil ist auch so ein uraltes Wissen, was ich glaube, das gab es auch auf der ganzen Welt, ist halt auch in Vergessenheit geraten, bis auf in so ein paar Gegenden. Die Gebärmutter hängt ja an Bändern in der Bauchhöhle. Und wenn wir jetzt irgendwo Anspannung haben, wir haben ja oft eine Seite ist mehr verspannt als die andere, ne? Bei den Schultern oder Kopfschmerzen nur rechts und nicht links oder. Und so ist es dann auch mit der Gebärmutter. Wenn wir jetzt auf der einen Seite mehr anspannen, dann zieht es natürlich auch an diesen Sehnen und Bändern und den Faszien. Und dann verdreht sich die Gebärmutter oft. Und wenn die sich verdreht, dann hat es zum Teil eine Auswirkung auf die Menstruation, auf den Hormonhaushalt, auf die emotionale Stimmung und so weiter. Und wenn Frauen eben lernen, ihre Gebärmutter selber wieder zu zentrieren, alles zu entspannen im Bauchraum, dass die Gebärmutter wieder gerade ausgerichtet, zentriert in der Bauchhöhle liegt, dann verändert sich zum Teil, the Well-Being, das Wohlbefinden. Wohlbefinden, danke. Genau, und eben auch die Gesundheit und so. Und das lerne ich. Darauf freue ich mich total. Ich freue mich so sehr darauf, das dann eben im Frühling wieder mit hierher zurückzubringen und die Frauen dann darin zu unterstützen, dass sie das eben auch selber in die Hand nehmen können. Das klingt spannend, aber wir haben ja keine Gebärmutter, der Matthias und ich. Was noch machen nicht. Wir denn dann? Kommt jemand? Vielleicht du hast Besuch. Gut, aber... Ich guck mal auf die Uhr, weil ich glaube, wir quatschen ohnehin schon eine ganze Weile, ne? Wir sind da nämlich auch schon bald. Ja, wie lange quatschen wir denn schon? Eine Stunde. Oh, eine gute Stunde, ja. Okay, das war jetzt ordentlich gequatscht. Aber sehr kurzweilig. Echt gut. Ja. Wie lange sind denn so deine, wenn du, sagen wir mal, Einzelsessions gibst oder Beratungsräume? Also, wenn ich jetzt Einzelsessions gebe, ich gebe Coachings. Eine Stunde lang oder anderthalb Stunden und Bodywork-Sessions dann ab anderthalb Stunden aufwärts. Fängt meistens bei 2 Stunden an, es sei denn, ich kenne die Person und ich weiß, die braucht nicht so viel Zeit, dann machen wir auch anderthalb Stunden bis hin zu 3 Stunden. Ja, also je nachdem, welches Format und welche Person und welches Anliegen. Und meine Workshops sind auch, die kürzesten sind 2 Stunden. So, das ist dann halt jetzt gerade mit Zoom. Ja, da setzt man sich abends mal 2 Stunden vor Zoom, nimmt ein bisschen was mit für sich und das kann man dann schön üben und praktizieren. Und das Längste ist dann eine Woche lang. So. Oh. Genau, also so und alles dazwischen. Eine Woche. Ja, die Woche ist dann zum Beispiel in Norditalien das Gebärmuttertraining. Oder, es gibt noch ein paar andere Sachen. Also nächstes Jahr wird es viele neue Angebote geben. Ich freue mich schon total darauf. Klingt spannend. Ich freue mich da drauf. Unter anderem Jurten-Sessions. Oh, mal gucken. Dann machen wir mal eine Sondersendung. Das wäre toll. Mal so ein paar Potsdamer Frauen hier einladen. Das wäre auch schön. Das wäre wirklich mal eine witzige Idee eigentlich. Ne? Das wäre schön. Könnte man im Anschluss über Erfahrungen und sonst was sprechen. Ja. Spannend. Aha. Cool, das können wir mal anpeilen, das finde ich richtig schön. Ja, sehr schön. Jetzt warten wir noch, dass der Matthias gleich wieder zurückkommt. Und dann sind wir schon fast am Ende, glaube ich, ne? Ja. Kennst du unseren Slogan eigentlich? Nee. Stay cuff. Das sagen wir dann immer am Ende. What's cuff? Cuff. C-A-F-F-F-F. Chillig, achtsam, frech, frisch, fröhlich, frei. Oh, stay cuff. Ja. Wunderschön. Oh, kannte ich noch nicht. Haben wir uns ausgedacht. Weil es irgendwie so gut zur Jurte passt. Ja.
Auf jeden Fall. Vom Podcast. Dann kommt der Matthias wieder rein, der kann das bestätigen, ne? Stay Cuff. Stay Cuff. Super genau. Logo, super Motto, Slogan für unseren Podcast und die Jurte. Ja. Ne? Hm. Ja. Ja. Hast du noch eine Frage? Ach, dann komme ich mal persönlich vorbei. You're so welcome. Auf jeden Fall, komm gerne mal rum. Nö, wichtige Themen eigentlich. Also nicht absolut. Eigentlich, sondern absolut. Wirklich kann ich nur empfehlen. Wer da was in sich spürt, dann sich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen. Genau. Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch ein Buch geschrieben. Ach, auch? Ach, so. Ja. Das kommt nächsten Mai raus. Das und das heißt Deepening Love, der Weg in eine erfüllte Partnerschaft. Ach. Ganz, ganz toll. Weil ich habe irgendwann gemerkt, also gut beobachten können, wie Partnerschaft nicht funktioniert. Hm. Und ich habe mich mal so dahinter geklemmt und beobachtet, was funktioniert denn eigentlich? Und das sind ja Dinge, die lernen wir kaum. Und im Endeffekt geht es ganz viel um uns selber. Das heißt, ich kann eigentlich nur in einer erfüllten Partnerschaft sein, wenn ich mit mir selber eine gute Beziehung führe. Ja. Und das haben ja die wenigsten Menschen, ja. Hm. Genau, und darum geht das. Und ich werde auch einen Online-Workshop, ein Online-Training für Männer rausgeben. More Than a Man. Das wird wahrscheinlich auch nächsten Frühling rauskommen. Und was ganz schön ist, ich habe nämlich diesen Sommer schon so ein Probetraining mit Männern gemacht, so 3 Monate am Stück. Und die haben mir dann Feedback gegeben, was funktioniert, was nicht so und so weiter. Und 2-3 Monate später ist mir dann eine Frau über den Weg gelaufen, die meinte, ey, du bist Eva, oder? Und ich war so, huch, wir kennen uns gar nicht. Wer bist du denn? Woher weißt du meinen Namen? So, das ist alles total egal. Du hast mein Leben verändert. Und ich war so, ach echt? Ja, mein Mann war bei dir im Training. Und jetzt freue ich mich so darauf, dass dieses Online-Training für Männer bald rauskommt. Das heißt, ich war sehr produktiv dieses Jahr und dann nächstes Frühjahr kommt dann alles raus, dann darf es geerntet werden. Ja, ich freue mich total. Das ist doch perfekt. Das ist im Hintergrund der Trommelwirbel für dein Buch. Stimmt. Mach mal ein Erntedankfest. Das stimmt. Im Mai oder so dann. Ja. Yeah. Ja. Ja. Dann danke ich euch, ihr Lieben. Es war total. Ja, nee, wieder sehr inspirierend auch für uns. Ja. Schön, ja. Ich kann auch für mich sprechen. Ja. Haben wir wieder was gelernt, ne? Ja. Und ich würde sagen, als Warnung an alle Männer, die da jetzt zuhören, lasst euch nicht die Pimmel vergrößern oder verkleinern. Ja. Bloß einfach so lassen. Bloß nicht. Ja, echt. Was für eine Erfahrung. Das war mir wirklich neu. Krass. Ja, und ein Penis ist ja ein Liebesorgan. Wir haben es nur vergessen. Wir haben es alle vergessen. Der ist dafür gemacht, um Liebe zu verschenken. Der ist Liebe. Wir haben es nur vergessen. So. Bloß nicht dran rumschnippeln. Wenn du nachts schon zweimal aufstehen musst und pinkeln. Das ist dein Alter. Und du willst sie nochmal hinlegen und dann bist du schon raus. Ach ja. So viel dazu. Gut, dann. Ja, stay cuff. Ja, stay cuff. Alle. Das waren Jurtegespräche. Bis zum nächsten Mal.